rechts seht, diese riesengroße Villa, das war das Haus des Gärtners. Solange er den Garten so gepflegt hat, wie es dem König gefallen hat, durfte er hier wohnen. Wenn es mal nicht so gut lief, ist er halt ab und zu auch mal in dem Kerker dahin gelandet. Das war immer, je nach König, je nach Stimmungsschwankungen, konnte das gut gehen oder eben auch nicht. Bewohner des Goldenen Gässchens war Franz Kafka. Stopp, er hat vergessen zu erzählen. Diese Häuser sind verdammt schmal und kurz, sie sind teilweise nur 1,50 Meter tief. Die Stadtbeamten, die Burgwächter, durften sich damals keine größeren Häuser bauen, damit sie im Alarmfall sofort parat stehen. Das heißt, er hat eigentlich kein Bett reingepasst, in kleineren zumindest. Franz Kafka hat dort gewohnt, 2 Jahre im Haus seiner Schwester. Und mit Franz Kafka macht man da die meiste Werbung. So nach dem Motto, kommt doch ins Goldene Gässchen, seht das Haus von Franz Kafka. Nun ist das so, dass offiziell Franz Kafka in der Hausnummer, eigentlich in der Hausnummer 22 gewohnt hat. Ihr könnt da jetzt reingehen, theoretisch, Eintritt zahlen und versuchen, ein Bild von euch vor Franz Kafkas Haus zu machen. Ich brauche euch zwei ganz kurz. Nein. Wer ist wenn das Töchterlein jetzt vor Franz Kafkas Haus steht und das präsentiert, ganz stolz, lächelnd, sehr gut. Und Mutti jetzt ein Foto machen möchte, Mutti das Problem, dass die Gasse in der Stelle genau nur so breit ist. Und mit dem besten Zoom klappt das dann auch so. Und wenn die beiden in 2 Tagen dann wieder nach Hannover, richtig, heimfahren und dann mit Freunden oder der Familie beim Essen sitzen und die anderen fragen, wie es in Prag war, dann wird sie erzählen, alles toll in Prag, kriegt einen super Reisler, kannst du weiterempfehlen, stimmt's? Macht sie, genau. Und dann wird sie aber auch sagen, aber den Eintritt fürs Goldene Gässchen, den könnt ihr euch sparen, ihr könnt eh kein schönes Foto vom Goldenen Gässchen machen. Da aber die Stadt Prag möchte, dass sie zu Hause nur Gutes vom Goldenen Gässchen erzählt, hat man Kafka posthum umziehen lassen ins Haus Nummer 24. Elias, du warst noch nicht richtig. An der Stelle ist nämlich, wenn ich kurz rechtschieben darf, ist nämlich die Gasse 1,50 Meter breiter. Und jetzt kann sie nämlich ein Foto machen. Warte. Und jetzt kann sie nämlich ein Foto machen. Ich will wenigstens dazu. Super. Sie hat das ganz toll gemacht. Und jetzt kann man nämlich ein Foto mit Töchterlein und Franz Kafkas Haus machen. Und dann erzählen alle zu Hause, wenn ihr in Prag seid, geht bitte unbedingt ins Goldene Gässchen. Da kann man ganz tolle Fotos von Kafkas Haus machen. Man hat ihn wirklich posthum umziehen lassen. Er hat eigentlich ein Haus weiter. Hier essen, in der Nähe von der Burg,
Kostenpunkt 34 Euro. Ja. Und ich rede jetzt gerade so komisch, weil ich noch so einen Lolli hatte. Jeder von euch kriegt so einen Lolli. Ja, jetzt heißt es bezahlen und dann gehen wir wieder in die kleine Seite. Ein bisschen nochmal die Stadt erkunden und nachher haben wir die Moldau-Fahrt. Ja, mit der Fähre oder mit dem Schiff. So. Das war übrigens Fruchtbier. Ja, war ganz okay. Also mehr Bier als Frucht. Und das war selbstgemachter Eistee. Jetzt waren wir in einer Glasbar, nennt sie sich, auf dem 7. Stock. Glasbar. Und ja, die Aussicht zeige ich euch jetzt bei Abend, was man da sieht. Ja, so, jetzt geht es gleich weiter zum Treffpunkt, zum Hauptbahnhof und dann um 21 Uhr machen wir abends die Lichterrundfahrt hier in der Stadt und danach gehe ich schon wieder ab nach Hause. Es wird wieder eine harte Nacht. Und wann wir in Deutschland ankommen, da melde ich mich wieder dann zurück.